Hallo liebe Pokéfreunde, Obito hier und heute habe ich wieder Dragonair und Zandama auf jeden Fall und Special Guest ist Tentoxa. Da habe ich zwei Pokémon gegen Feen. Gegen Nekopen 0202. Jo, Dragonair kommt gegen Schlunschlick. Das ist gar nicht so schlimm. Ich werde für meine anderen beiden Pokémon schlimmer, wie ich gerade verstehe. Das ist nur der Steinhagel, den spiele ich nicht. Auch wenn der schon wahrscheinlich drückt. Ja. Ich frage mich aber, wo wir die Flüchtlings herkriegen. So, den nächsten kill ich natürlich. So, das Ding müsste ich jetzt runtergefahren bekommen. Das ist jetzt gut für meinen Tentoxer. Dragonair lasse ich drauf gehen. Und mein Tentoxer hat Spaß. Ja, der Knüller wird zwar schon wehtun wahrscheinlich. Kann ich gar nicht ehrlich gesagt einschätzen, aber kaputt machen wird es mich auf keinen Fall. Das ist gut. Mal sehen, was jetzt kommt. Da gehe ich gleich blind auf Hydro-Pumpe. Okay, hat er korrekt geschildert, schade. Ja, das dürfte ich nicht mehr schaffen. Heute haben alle so viele Barrikadas. Was ist denn los? Irgendwo ein Barrikadas-Nest aufgetaucht? Boah, wäre ich doch mal auf den Säurespeier einfach gegangen. Ja, man hätte die Attacke jetzt viel mehr gedrückt. Na, der erste Kampf war schon mal nichts. Kino, so das mag ich doch als Gegner mit meinen Dragonieren. Könnte zwar ein Solarstrahl sein, aber das würde mich eigentlich auch nicht runterhauen. Ach, nur Meteorologe. Und kriegt nicht mal einen zweiten raus, okay. Okay, der Gegner gibt instant auf. Oh, gut, finde ich gut. Nichts dagegen. Aber warum sollte ich von Kinoso irgendeine Attacke schilden? Weil Kinoso hat nichts Effektives gegen Dragonair, soweit ich weiß. Wobei, kann Kinoso nicht eine Feenattacke einsetzen? War das nicht Zauberstein oder so? Das hätte natürlich was ausgemacht.
Und ich glaube, diesmal fahre ich einfach nur runter. Ja, okay, da ist der Zauberschein. Jungblut hat auch auf jeden Fall nichts Effektives gegen mich. Aber das ärgert mich, hätte ich doch mal geschildert. Oh, hier, neutrale Attacke, aber hat Jungblut. Ja, ich schilde. Definitiv. Jetzt kommt bestimmt wieder Kinose rein. Ja. Oh, tolle Kiss. Das sollte ich sogar doch gewinnen. Boah, das drückt, das drückt. Das mache ich jetzt schön weg. Und habe sogar noch ein Schild übrig. Das ist wunderbar. Tschüss, Fee. So. Eine Niederlage bisher und zwei Siege. Aber jetzt den letzten Kampf hätte ich nicht gedacht, dass ich noch gewinne. Da ich ja Zauberschein nicht geschildert habe. Also mehr. Hypnose lieber schädeln. Ganze Runde bleibe ich drin. Weil ich immer zuerst einen Naschfall bekomme. Okay, merken nach meinem Naschfall. Kommt er zum Himmelsfehler. Das heißt, dann werde ich auf Sandama wechseln. Okay, er setzt sogar ein. Sehr schön. Nichts dagegen. Laser. Dürfte ich noch überleben? Ja, knapp. Ah, jetzt kann er mich wahrscheinlich runterfahren. Aber noch ein ICP kriege ich hin, das ist gut. Und diesmal schildert er mir. So, bestenfalls kriegt er jetzt keinen Blizzard mehr hin. Ja, ist auch bestenfalls. Nehme meinen Kopfschlag von ein bisschen Energie. Ich habe noch einen Nassschweif übrig. No, so. Rasierblatt-Variante.
Ja, dass ich gewechselt habe, das könnte mir jetzt den Po retten. Das dürfte auch nur ein Meteorologe sein. Okay, wir gehen sogar gleichzeitig down. Aber ich hätte noch einen Nassschweif gehabt. Na, das ist doch wunderbar. Also Kinose-Rasierblatt-Variante gegen Tentoxa ist gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Und im Notfall hätte ich noch den Nassschweif durch den Säurespeier, hätte der auch ein bisschen mehr Schaden noch gemacht. Ja, das hätte gegen Kinose gereicht. Hey, Pilbert. Ich mal, ja, er wird auch Stuckball auf jeden Fall aufladen. Ich würde sagen, einmal schön und runterfahren. Auch wenn es jetzt der Köder ist. Ja, ist nur Giftzahn. Und dann wird das jetzt auch ein Giftzahn sein. Gehe ich mal von aus. Ja. Wie? Die alte Pflanze. Und so ein Dama freut sich auf dich. Ich komme sogar doch nochmal zum Nassschweif. Das ist sehr gut. Na, runterfahren kannst du mich nicht. Du musst schon einsetzen. Brauch noch, okay. Das wird auch nur wahrscheinlich der Strauchler sein. Egal was es ist, das macht eigentlich relativ meistens nur neutralen Schaden. Strauchler. Ist sogar nicht sehr effektiv. Klar, dass das ein Rebate ist. Und dann baiten wir auch mal. Und schnell rüber. Genau, perfekt abgefangen. So, mein Freund, du brauchst mindestens noch eine Dampfweite. Eishieb wird nicht reichen. Sehr schön, ich komme noch zum Säurespeier. Ah, okay, er versucht mich jetzt runterzufahren. Na, schlau. Aber ich gewinne den Ladeattackengleichstand und dürfte somit gewinnen. Perfekt. Perfekt. Nur 4 zu 1, das kann sich sehen lassen. Oh, und Flemmi. Warum? Warum kein legendäres oder so? Flemmi ist immer so doof zu fangen auch.
Genau das meine ich mit Flemmi ist doof zu fangen. Dieses kleine Huhn. So, dann machen wir natürlich noch ein Set. Aber erstmal holen wir uns die Belohnung. Hoffentlich läuft das nächste Set genauso gut. Oder am besten noch besser. Jemand kann da mal. Ui. Wäre ich doch nicht den Toxer gegangen, wa? Steigerung 7 muss ich gerade überleben. Nein, überlebe ich nicht. Was? Oh, das ist jetzt ätzend. Das ist mehr als ätzend. Das könnte schon Schmarotzer sein. Oh, die Runde verliere ich. Wenn er schlau ist, lässt er ihre Kicks draufgehen. Okay, ja, schade, das ist schon mal gut. Das ist mir kein Schild wert. Da stelle ich lieber jetzt meinen Tentopfer. Also mit Togekiss wird er nicht reinkommen, das ist klar. Er hat auch einen Sandama. Schade. Und der kommt wahrscheinlich eher zur Dampfwalze, ja, und die wird schon ausreichen. Nee, Eis liegt nur, okay. Aber das kann ich trotzdem nicht mehr. Das Togekiss würde mich jetzt einfach so runterfahren. Oh, wäre ich doch mal in Tentoxa gegangen. Ja, korrekt geschildert. Und das ist der nächste Eishieb. Also merken, wenn nächstes Mal Togges vorne ist, einfach in Tentoxa gehen. Und Zebritz. Habe ich hier noch gar nicht gesehen. Scheint nicht viel auszuhalten, ne? Das heißt, der Gegner muss jetzt auf jeden Fall schilden. Okay, oder auch nicht. Okay, so finde ich das auch gut. Zebritz ist weg. Konnte nicht mal eine Attacke machen. Finde ich gut. Und die Tentoxa. Ach, na, da lasse ich dann Knuller einfach durch. Ganz einfach. So schwäche ich schon mal runter für Tentoxa. So, dann knuddel mich mal. Ach ja, ich war jetzt ja auch. Ich vergaß. So, da fahre ich jetzt einfach runter. Oh,
Anti-Truppen, ja, macht aber auch nichts. Du hast keine einzige Attacke, die gegen den Topfer gut ist. Schlumpfnick! Könnte schon ein Erdbeben sein, glaube ich, ja. Korrekt geschildert. Das sollte ich eigentlich gewinnen. Selbst mit Eishieben, die dürften jetzt schon auch mehr drücken. Okay, das war neue Steinreihe, den ich ausgehalten. Ah, jetzt kommt die Dampfwalze. Die dürftest du jetzt nicht mehr aushalten. Dank Säurespeier. Und tschüss, Flundlick. Flunsch, flunsch. So, mal sehen, gegen welches Team wir als nächstes kämpfen. Also, bei Fee-Tokkis oder so Elfhuhn am besten dann doch generell Fee einfach mit Doxa rein. Wir konnten hier schon extra Energie holen, das ist gut. Das ist der Himmelsjäger. Nehmen wir. Ich gehe gleich auf die Hydro-Pumpe. Wenn er nicht schildert, macht es sehr viel Schaden. Wenn er schildert, ist auch in Ordnung. Ja. Seinen Himmelsjäger lasse ich durch. Dann hat das, oh, wie schimpft sich das Viech. Knuddelhof, nicht mehr so viel zum Farmen. Und ich komme sogar noch zum Nassschweif. Das ist auch in Ordnung. Und der sogar geschildert wird. Nicht viel besser. Ich pumpe mich schön mit Energie voll. Ah, Elektroball. Elektroball ist mies. Aber Elektroball hält auch nicht viel aus, glaube ich. Ah, die Sofortattacken machen schon gut Schaden. Ui, Elektroball hält doch mehr aus, als ich dachte. Ah, warum bin ich auch nicht auf Dampfwalze gegangen? Das ist ja ein Elektro-Pokémon. Oh. Oh. Boah, das ist schon bei der nächsten Attacke. Boah, Elektroball ist richtig nervig. Boah, wäre ich mal auf Dampfwalze gegangen. Dann hätte ich gewonnen. Na, die letzte Attacke ist mir nicht mehr angekommen, aber jetzt macht mich das Knuddelluft platt. Mein Eishieb wird nicht reichen. Ja, das war mein Fehler. Ja, das war mein Fehler. Mit Dampfwalze hätte ich das locker flockig weggemacht, das Elektroball. Ja, das ärgert mich jetzt. Ja, mal sehen, was jetzt kommt. Moment, gar nichts.
Ja, kommt ein Spieler, kommt kein Spieler. Das kommt ein Spieler. Shimpai0704. Ele Wojtek, das ist in Ordnung. Das hält nicht viel aus. Das wird schon noch kein Stromstoß sein. Ach ja, Ace kann das Vieh ja auch. Stimmt ja. Laser. Ja, da bleibe ich drin. Und muss selbst eine dämliche Flammbombe schilden. Na, die nächste Schlammbombe werde ich nicht schilden. Ich werde jetzt die beiden Nassschweife raushauen. Nehmen wir. Und gehen mit der Dame rein, weil Gift macht jetzt nicht viel gegen Laser. Da muss ich trotzdem schilden. Habe zwei Eis hier bereit. Na, das ist nur Meteorologe. Ah, ja, stimmt. Ist nur Meteorologe, ja. Ist ja Feuer. Verdammt. Oh, ich komme nicht mal zum zweiten Eis hier. Das ist ja doof. Und jetzt hat es noch Solarstrahl. Passt auf. Jetzt kommt Solarstrahl. Wetten? Nee, Zauberstein, okay. Na, jetzt kommt die Elektroattacke, jetzt kommt Stromstoße. Oder? Ja. Schade. Na, hätte ich mal am Anfang den Eissieb gleich geschildert. Dann hätte ich nur auf den Blizzard aufpassen müssen. Diesmal schilde ich den Eissieb. Ja, da ist er auch schon. Okay, diesmal Stromstoß, okay. Elfen. Ist ja eh nur der Strauchler. Ein Eissieb setze ich ein. Wenn er schlau ist, lässt er Elfhuhn einfach jetzt drauf gehen. Ja. Ich gehe direkt auf Dampfwalzer. Er muss sein Elevoltec eh schilden. Und kommen doch noch mal zum Eis, das ist schön. Ja, der wird zwei haben.
Okay, zum zweiten kann man nicht mal mehr. Golbert. Vor mir jetzt hier runterfahren. Die Attacke nehme ich jetzt mal. Ist schon der Stupper, okay. Aber den halte ich eigentlich ganz gut aus. Ich glaube, ich gehe auf Hydro-Pumpe. Ja, jetzt kam nur der Bait. Und die Hydro-Pumpe kommt. Sehr schön. Heute noch gar kein Feuer-Pokémon als Gegner gehabt, glaube ich. Da hätte sich mein Tegetoxer gefreut. Naja, für die Folge war's das. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Obito.